Tür auf. Das wäre schön, wenn ich jetzt mal einen... Oh, das wäre schön. Wenn ich mal einen kurzen Moment zum Verschnaufen hätte. Elizabeth, bist du da? Ich bin in den ersten Stock gelangt. Yes, I'm still here. Oh, hopefully you'll be able to find a way up to me now. But please be wary on the first floor. I know that my father and uncle devised all manner of dangers. Watch your step. Wo sollte ich mich hier umsehen? Ich höre Schritte. It's mainly guest rooms on that floor. The library too, and my father's snug. I'm not sure. Perhaps the library. Ist noch jemand auf dem Dachboden bei dir? I've not heard anything outside this door for a good while now. But I can still hear them, searching around the other rooms. Take care, my Thomas. Ja, sieh dich vor, der erste Stock ist gefährlich. Ja, das wunderbar. Das Erdgeschoss war auch sehr sicher. Was haben wir hier? Hä? Okay, ah, wir müssen... Was? Wir müssen hier die Embleme vervollständigen, aber... Warum? Ist möglicherweise einer der Zylinder hier drin? Guck mal, so sah das Hotel früher mal aus. Also, das ist ja der Vordereingang. So, ja. Hat ein bisschen was von... Das ist eine Mischung irgendwie aus Schule und Kirche. Es hat so ein bisschen was von Hogwarts in Mini-Format. So vom Baustil, finde ich. Ernsthaft. Ernsthaft. Och, come on. Kannst du mir nicht mal den Raum hier lassen? Scheiße. Na gut, der kam hier raus. Da ist der Safe Room. Warte mal, ich habe noch keine Map bisher hiervon. Okay. Also zunächst einmal, wir haben hier den Safe Room. Alles klar. Haben wir hier vielleicht eine Karte? Nee, sieht nicht so aus. Hier haben wir mal eben. Is this true, Mother? Did you play a part in this madness too? I would believe my grandfather's ramblings insane, but for what my father has intimated of late, if it were not for what I have discovered myself, that our fortune is born from blood, the price we pay for the siren song. The same song you sang, Mother. The song Father now wishes me to learn. It is utter madness. And yet, it holds my father and my uncle, held even you in its thrall. What can I do? What should I do? I cannot give in to my father's demands. Not in good conscience. Not now that I know the truth. That our family legacy is founded on wrecking. Founded on a creature of myth, on a cult dreamt up by grandfather, a cult in which you served as its priestess. How could you? No. No, I shall not. I will not be a party to this. There must be some means within my reach to stop this, to end all this darkness. Ihr habt's also rausgefunden. Okay, ich finde das Bild so cool. Grandfather Williams. Der hieß so. Er wurde irgendwann geboren und dann hieß es, ah, wie nennen wir unser Kind? Nennen wir es Grandfather. Anstatt, dass da irgendwie steht von wegen, weiß ich nicht, Stephen Williams oder sowas, weil der hat ja mit Sicherheit auch einen gescheiten Vornamen gehabt. Sind hier schon zwei. Die vermehren sich heimlich hier auf dem Flur. Ey. Na du? Kannst mir hier nichts, ne? Weil ich mit dem... Guck mal, ich stehe hier noch im Safe Room. Haha. Ha.
muss tatsächlich sagen, ich finde die ein bisschen over. So. Ist jetzt da reingegangen. Lass mal eben hier gucken. Hier irgendwas drin. Das können wir nicht aufmachen. Das ist wahrscheinlich einfach nur so ein Hide-Room. So, und hier ist ja auch einer runtergegangen, den Flur. Wunderschön. Ja. Da kriegst du eine Akupunktur direkt mit dabei, würde ich sagen. Holy shit. Was zur Hölle? Warum? Also warum gibt es das? Och nö. Och nö. Och nö. Ach Gott. Holy shit. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verjagt, muss ich gestehen. Dass ich überhaupt nicht mit gerechnet habe. Ja, die Map. Oh ja. Wo bin ich denn? Ach da. Warte mal. Ah ja, 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 ja. So, dann hier. Okay. Die Zimmer sind dort aber nicht verzeichnet, oder? Ich meine, hier sind die Türen. Ja. Sonst noch irgendwas? Müssen wir uns mal aufs Bett legen? Oh ja, toll. Hier kommen wir nur wieder in irgendeinem Flur. Das ist also das Badezimmer von dem Raum. Die Tür noch mal zu. Hat niemanden? Schwert? Ja, sehr gut. Das ist immer doof, dass wir nicht mit den Sachen interagieren können, wenn wir die Luft anhalten. Ich meine, wir müssen ja jetzt nicht beide Hände vors Gesicht halten dafür. Ist das eine Guillotine? Das ist voll das Folterhotel. Dieses Hotelbett hier, eine Guillotine. Ein bisschen Dampf auf dem Kessel, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann aber nichts weiter hier machen. Ich dreh da mal dran. Ich hab's kaputt gemacht. Sollte ich da durch? Was soll geschehen? Okay. Ja, weil ich chat einfach so ja. Cool. So. Ah, von hier können wir das aufmachen. Hallo. So. Haben wir hier schon mal einen Weg wieder hingeöffnet? Jetzt hat dieser kleine Kabuff auch einen Sinn. Ist hier hinten noch was? Ich hätte mir hier vielleicht noch eine Sammelfigur gewünscht. Damit das hier noch irgendein Bewandtnis hat. Immerhin habe ich unser Leben riskiert, als wir hier reingegangen sind, ja? Und ich bin da schon stolz drauf, dass wir bisher noch nicht gestorben sind. Möchte ich auch nochmal erwähnen. Mal speichern.
Ah, komm, warte. Ich lasse den Typ erstmal hier vorbeiziehen. Aber ich bleib jetzt nicht unter der Lampe wieder stehen, ja? Ja, bleib unter der Lampe stehen. Gut. Aber nur kurz. Natürlich, es hat Kopfschmerzen. Ich nehme das aber übrigens zurück mit, die können nicht durch Türen gehen. Eventuell einen Herzschlag hören? Nö, das glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt eigentlich nicht, dass die das können. Hier haben wir ein Glockenspiel. Damit kann ich auch interagieren. Und was ist das? Weiß nicht, ob das jetzt so klug war. Zumindest höre ich relativ laute Schritte. Ja. Also alles, was in irgendeiner Form Geräusche macht, ist in diesem Spiel sollte man vermeiden. So, bitte lauf einfach weiter den Gang runter und komm nicht hier rein. Och, ernsthaft. Weil ich meine, dann kann ich einfach hier rumgehen. Ha! Richtig trollen, damit hast du nicht gerechnet, ne? Dass ich jetzt Panik bekomme und in deinen Kumpel reinrenne. Aber so nicht. Hier, ich mach sogar die Tür hinter dir zu. Mal sehen. Was mache ich? Voll ausgetrickst haben wir den. Ha! 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 Okay. Ja, hier mal noch. Der Spiegel ist putz. Da hinten ist auch wieder ein Kumpel. Ja. Macht Spaß. Auf jeden Fall. So, wir kriegen hier noch eine weitere Spirale. Jetzt müssen wir mal gucken, wo geht's denn hier lang? Der laute Schritte. Ah, das ist nicht der Kollege hier. Zu dem Kollegen hier. Nee, doch nicht. Oh, eine Note. Isaacs Rüge an Abraham. Bruder, ich bitte dich eindringlich, nicht ständig so unüberlegt zu handeln. Jetzt wissen wir übrigens wirklich, dass Abraham der Onkel ist. Wir haben diese Todesräume gemeinsam entworfen und gebaut, um die Kreatur zu füttern und unsere Pläne zu finanzieren. Aber ich kann deine Vorliebe für sinnlose Gewalt nicht länger hinnehmen. In der Vergangenheit mag sie einst akzeptabel gewesen sein, als die Gäste noch in Scharen zum Hotel kamen. Doch heutzutage können wir uns keine verbrannten und verstümmelten Leichen mehr leisten. Isaac. Ja, sehr, sehr cool. Ja, schön. Verstehe. Ah, oh, das ist toll. Ah, und hier können wir jetzt wieder den Tür zum Flur aufmachen. Okay. Gut, dass wir die Kurbel schon mitgenommen haben.
die Kurbel nicht mitnehmen. Jetzt kommen wir aber hier zu dem Kollegen, ne? Der ist nicht mehr da. Warum habe ich da jetzt nicht mitgerechnet? Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe mich erschrocken, ja, aber ich habe keine Angst vor dir. Und nicht so ein Krach. Aber warte mal, wir haben jetzt das, das Ding da aufgemacht, ne? Problem ist aber... Mein Gott, ist der laut. Das Problem ist aber, der kann da jetzt auch hin. Mal, dass der Vorsprung ausreicht. Rabom. Das ist so ein Dicker. Das ist jetzt gerade sehr blöd. Leider. Wappenfragment. Ich müsste leider... Weil die mich sonst nämlich erwischt hätten. So, und ich hoffe... Für ausharren kann, zumindest für einen kurzen Moment. Ist auch sonst nichts weiter. Da ist er. Geht jetzt da runter. Frage, wo ist der? Ich wusste nicht, dass der hier vorne schon umdreht. Frage ist, wo ist der korpulentere Herr hingegangen? Der kann ja eigentlich auch nur den Weg hier runtergelaufen sein. Oder den Gang. Weiter. Gehen Sie weiter. Oh, ich glaube, der ist da vorne reingelaufen. Oder das war halt der andere. Warte mal, generell der andere, der da hinten lang gelaufen ist, ne? Wir waren noch nicht in dem Raum. Ich muss das leider einmal kurz austesten. Ich will wissen, was da ist. Vielleicht ist da irgendein Secret noch. Achievement. Atemlos. Atemlos. Na, okay, ich fange damit jetzt nicht an. Was ist da hier? Guck mal. Musikschlüssel. Wir mussten hier sogar noch hin. Wir mussten hier einfach noch hin. Gut, dass wir hier nochmal hingegangen sind. Vorne haben wir nichts, ne? Noch nur
Notiz oder so? Nein. Dann gehen wir mal durch die blauen Pollen hier. Theoretisch gesehen können wir eigentlich auch hier durch. Wir haben ja hier den Zwischengang aufgemacht. Das wissen wir halt noch nicht. Okay, ist gerade frei. Okay, das ist der Gang hier. Hier haben wir noch die Glocken. An denen spiele ich noch nicht rum. Ich weiß, ihr wollt das alle, aber ihr beherrscht mich mal. Weil ich noch nicht weiß, was das für Auswirkungen haben wird. Und ganz wichtig, wenn wir natürlich schon mal hier sind, speichern wir das Ganze einmal. Puh, okay. Ah, ich kann nicht aufhören. Hä, schon wieder Telefon? Okay. Nein! Nein! Haha, du kommst nicht rein. Ha! Okay, das war jetzt gemein, dass genau da die Tür aufgeht und der rauskommt. Oh. Holy shit. Ach, der steht gerade vor der Tür, deswegen komme ich da nicht dran. Ah, wow, 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 wow. Oh, der steht ja immer noch. Ich sehe jetzt Schmiere? Jetzt mal im Ernst, steht der jetzt hier Schmiere, oder? Wer dir eins geschenkt hat, das kann ich dir sagen. Weißt du, das Telefon bimmeln interessiert dich überhaupt nicht. Ich frage mich, wenn wir uns jetzt da reinstellen, ne? Würden die uns dann was? Elizabeth? Diese Räume auf diesem Stockwerk. Was ist das bloß für ein Ort? I know. And to my shame. The truth cuts me to the core. Had I known that my father and uncle had created such vile tortures, such ways to murder. Wie kann ich zu dir gelangen? Nach oben kommen. There is an elevator. More of my father's tinkering and engineering. But he made a complex lock, which requires four parts of our family crest to open. Wait, someone's coming. Thomas, you have to hurry for both our sakes. Okay. Ach, da ist ja der Korpulente wieder. Oh, der macht immer auch Geräusche. Gut, das Familienwappen müssen wir vervollständigen. Wie ist das Spiel so? Also, ich mag's. Ich find's gut. Vor allem, ich mag die Story. Kurz in den Safe Room. Gruselfaktor und gruselig finde ich es nicht. Nö, nö. Ich finde eher die Story interessant. Also die Atmosphäre ist halt beklemmt. Das mag ich ja sowieso. Aber ist jetzt halt nicht der Gruselfaktor schlechthin.
So. Hier kannst du nicht rein. Ich bin im Safe Room. Wir haben im Prinzip diese Seite komplett fertig. Wir wissen halt de facto noch nicht, was es mit dem Glockenspiel und diesem Schiff auf sich hat. Ob das jetzt einfach nur dazu dient, wieder irgendwen anzulocken oder möglicherweise auch irgendeine tiefere Bedeutung hat. Das ist doch nicht wahr. Also ein Teil des Familienwappens haben wir auf jeden Fall fertig. Ich weiß gar nicht, wir haben das rote bekommen. Das ist das hier. Alright. Gut. Da sind wir rausgekommen und in die Tür gehen die immer rein. In Zimmer 107. Mal, weil hier gerade keiner drin ist, dass wir vielleicht ein paar Sekunden Zeit haben, uns hier mal eben umzusehen. Hier ist so eine Mini. Ich möchte erwähnen, dass ich das nicht gerne mache, immer in diesen scheiß Safe Room rennen. Das Problem ist, dass die hier halt überall rumrennen. Und ich überlege tatsächlich, ob ich vom Schwierigkeitsgrad hier auf einfach umstellen soll. Nicht, weil es zu schwer ist. Sondern, weil ich euch ja auch was vom Spiel zeigen möchte und nicht einfach nur die ganze Zeit permanent weglaufe, also weglaufen möchte, wisst ihr? Ich glaube, das ist für euch auch nicht wirklich unterhaltsam, wenn wir die Hälfte der Zeit hier einfach nur, was willst du, in irgendwelchen Ecken sitzen und abwarten, bis wir irgendwann mal eine Gelegenheit haben, weiterzukommen. Das ist halt irgendwie special, ne? Aber doof, dass der jetzt hier auch noch rumläuft. Können wir hier nicht rein? Brauchen wir einen Schlüssel? Ah, Musikschlüssel. Ah. Was passiert, wenn ich dich in die Finger bekomme? Dann hauen die mich. Dann macht das Aua. Der Nebel. Ist der hier? Ist doch hier vorher schon drin gewesen, oder? Ich möchte aber eigentlich erstmal hier weiter mich umgucken. Was haben wir hier? Noch eine Notiz. Isaacs Tagebuch. Okay. 12. August 1897. Ich verzweifle noch. Mein dummer Bruder scheint Elizabeths schlimmste Befürchtung bestätigt zu haben, nachdem sie angefangen hat, sich durch Vaters Tagebucheinträge zu wühlen. Jetzt weigert sie, weigert sich zu singen. Jetzt weigert sich zu singen, Junge! Sie weigert sich, die aufgenommene Version des Liedes zu erlernen und in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Es muss einen anderen Weg geben, unser Ziel zu erreichen. Wir können mit den dürftigen Einnahmen der letzten Jahre nicht überleben. Vielleicht helfen ja die Aufnahmen selbst. Möglicherweise kann ich eine weniger störrische und launhafte Lösung kreieren. Wahrscheinlich haben sie deswegen dann diese Zylinder erstellt, weil Elizabeth sich geweigert hat. Ah, sehr gut, noch eine Spirale. Dann deswegen weiterkommen mussten. Warum geht das? Warum kann ich das tun?
und wir müssen jetzt aufpassen. Hier kommt ja gleich noch einer. Erstmal Tür aufmachen hier. Und dann Jebediahs Tagebuch. Februar 1874. Im zerschmetterten Rumpf der HMS Providence fanden wir sie, eingesperrt in einem glasbedeckten Eisenkäfig, festgehalten von dicken Ketten. Wie sie gefangen wurde, wohin sie gebracht werden sollte und wem sie gehörte, kann ich nicht sagen. Sie hatte den Schiffbruch nur schwer verletzt überlebt. Aber es war unsere Rettung, sie in diesem jämmerlichen Zustand zu finden. Denn wenn sie zu singen angefangen hätte, wäre es sicherlich unser Ende gewesen. In den darauffolgenden Wochen ließ sie selbst in ihrem geschwächten Zustand immer wieder ihren Gesang erklingen. Und wenn ich mir die Wirkung ihrer Stimme auf meine Männer und sogar auf eine Frau anschaue, glaube ich, dass wir Paisinoe selbst gefangen genommen haben, die Tochter von Melpomene? Das klingt griechisch, aber sagt mir gerade nichts. Melpomen? Der Muse der tragischen Dichtung und des Trauergesangs. Was fängt man mit solch einer Kreatur an? Mit solch einer Fähigkeit? Jene, die dem Gesang lauschen, werden in dessen Bann gezogen und lassen sich einfacher beeinflussen. Ja, sie fangen sogar an, das Wesen anzubeten. Man müsste mal ausprobieren, ob man diesen Gesang dazu nutzen kann, mehr Schiffe zur Insel zu locken. Wenn es einen Weg gäbe, diese Wirkung zu kontrollieren, diesen Gesang zu erlernen. Mein ältester Sohn Isaac hat gemeint, dass seine Verlobte Prudence gewillt ist. Prudence. So, ich den Namen immer aussprache. Gewillt ist, diese Aufgabe zu übernehmen. Und ich habe ihr meinen Segen dafür gegeben. Gleich wieder links einer. Der geht wahrscheinlich dann hier raus. Hoffe ich. Oder er kommt genau bis hier und dreht dann um. Und auf dem Ufer schließt sich bei Prudence. Da glaube ich erst noch Prudence wieder ausgesprochen. Okay, hier ist wieder in Ordnung. Zimmer 1, 2, 3, 4, 5. Ich speichere nochmal kurz. So. Geht ja schnell in dem Spiel hier. Dann haben wir das nämlich auch fertig. Ich bleib erstmal auf der Seite hier. Library und Zimmer. Okay. Oh, da ist noch ein Safe Room. Sehr gut. So, wen haben wir hier? Isaac. Der Isaac Safe Room. Hier, sonst haben wir hier nichts. Dann Geschichte. Go, I despair that child. Insolence shall be the downfall of us all. Here we stand, at the edge of ruin, and yet we have the answer. Caged and bound in irons in the caves below the point, at the mercy of when I choose to provide its sustenance. And for what? For Elizabeth to refuse to sing its song!
asking her to bring back my father's slavish cult. No! Just to help me reopen the hotel and restore its grandeur. Our family's grandeur. All she must do is sing to lure them here in their droves. If not her, then how? There must be some other way. Some method of using my recordings. But how to focus the effects without a singer to wield its intent? Naja, er will halt wieder ein Verbrecherimperium aufbauen. Ich meine, guckt ihn euch an, der sieht ja halt auch schon aus wie so ein Verbrecher, ne? So. Für mich wird aber jetzt heute erstmal Feierabend sein, Freunde. Wir heben uns den Rest für dann kommenden Freitag auf. Da werden wir es fertig machen. Ich denke mal, dass wir dann durchkommen werden. Und auf YouTube, würde ich sagen, sehen wir uns entweder gleich wieder oder in der nächsten Folge, je nachdem, wie ich schneide. Vielen Dank fürs dabei sein. Und bis dann.